Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht, Matti ist bei mir. Das kann nur eins bedeuten, wenn er schon ein neues Halfbrick in der Hand hält und ich auch was ganz Neues hier in meiner Hand halte. Eine Stülpdeckelschachtel. Oh! Ihr kennt es ja, zu jeder Sammel-Edition gibt es natürlich auch ein Unboxing und die dazugehörenden Tutorials. Ja, die findet ihr dann bei Matti und bei mir gibt es wieder, wie gewohnt, ein Unboxing. Gemeinsam mit den Matti, doch hey! Unboxing, Macken, doch hey, Bockin. Ja, und da würde ich sagen, Matti, wir zeigen dir jetzt gleich mal ein bisschen Bling-Bling, aber ein Close-Up. Starten wir rein. Alle 56 Karten und ein heftiger In-Depth-Look. Let's go. Alright, meine Freunde, legen wir los. Und zwar, ich zeige euch mal jetzt die Half-Break-Box. Oh, ganz kurz hier. Du kannst einmal kurz so 360 so... Baby! Ja, okay. Das ist andere Goldbahn. Ja, oh, Bruder, oh, da sehe ich mich drin. Mhm. Ja, was macht der Liste so auf? Oh, da ist das Marktsystem, das halten wir jetzt mal zu, aber ja so ungefähr, ihr wisst Bescheid. Ja, das kannst du eh nicht sehen, das ist viel zu klein. Ja. So, und dann seht ihr schon hier die 6 Kartenspiele. Oh, Bruder. Sechs solche Decks habt ihr dann drin. Okay, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr das als Halfbrick bestellt, sind die Decks so da drin, genau so liegen sie drin. Und wenn ihr es als Einzeldeck bestellt, sieht das so aus, dazu kommen wir gleich. Ja. Hier haben wir jetzt, wir haben uns dazu entschieden, dass diese Kartendecks hier kein Plastik mehr drin haben, weil Katamundi hat eine neue Qualitätskontrolle und das macht es möglich, dass man praktisch hier kein Plastik mehr drin haben muss. Und drin ist auch kein Plastik mehr. Wir haben also Plastik komplett eliminiert. Ihr seht Plastik nur noch um die Halfbrick-Box und um die Einzeldecks. Einmal komplett außen vor. Aber als Schutz. Das muss sein und das ist auch besser so. Gut, aber kommen wir mal zur Einzelverpackung. Wie sieht die aus? Die erste Verpackung sieht so aus. Ich mach mal ganz kurz auf hier. Okay, ich versuche jetzt mal keine Laute von mir zu geben. Das ganze Video so. Das war, glaube ich, schon im letzten Mal so. Ja, hier seht ihr nochmal die Stülpdeckelschachtel. Hier richtig, die Stülpdeckelschachtel. Hier Prestige 2021. Oh, nochmal mit Goldfolie drauf. Mhm. Oh, wir haben echt nicht gespart für euch, ne? Mhm. Alter, hier noch auf Dreaming's Creating. Mhm. Ja, und dezent hier nochmal das Symbol von Prestige. So, genau, so macht ihr es auf. Bam. Oh, was ist das denn, Mensch? Ja, das könnt ihr euch dann selbst durchlesen, genau, wenn ihr das dann habt. Dann mit unserer Schrift drauf von uns und netter Text auf Englisch und Deutsch. Ja. Mit Liebe. So, mit der Liebe, kam mit Liebe von uns. Okay. Ja. Oh, das sieht. Allein das. Boah, Bruder, allein das schon, ne? Oh, ich freue mich gar nicht. Es ist fast wie so ein Pokémon-Opening, Ja, komm, let's go. So, hier ist das Deck dann drin. Das könnt ihr hier dann so rausnehmen. Ja, und beim Einzeldeck ist dann hier das Marktsystem erklärt. Ja, das genau, ihr hier runter auf Sneaky, weißt du? Genau. Richtig. Das heißt, ihr könnt wirklich vor euren Zuschauern die im Prinzip rausholen, auspacken, loslegen. Die Schachtel sieht der Zuschauer ja nicht, er achtet auf das Kartenspiel. Let's go. Ja. Hier sehen wir nochmal ein ganz, ganz Close-Up. Mhm. Dreaming is Creating, Somnium Cards. Ja. Prestige Edition 2021, hier dieses Mal Karo König. Mhm. Ja. Symbol, wie immer. Mhm. Die Welle, die sich anschließt genau. An alle anderen Editionen. Ja, und sonst hat sich hier nichts geändert. Genau, aber es sind 20.000 Decks, ne? Hattest du das gerade gesagt? Achso, nee, hab ich nicht. Okay, es sind 20.000 Decks. Genau, diesmal sind es eine von 20.000 Decks, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Richtig, die Community ist gewachsen über die Jahre und 15.000 Auflagen sind einfach zu klein mittlerweile. Ja. Aber dass ihr auch Bescheid wisst, es werden wahrscheinlich dann um die 19.000 dann verkauft, weil... Genau, für die Collectors Box. Für die Collectors Box, ja. Richtig. Und für ein paar Reserven, die wir jetzt noch für uns halt brauchen. Wenn man ein bisschen näher rangeht, seht ihr, wir haben dieses Mal eine Lederhaptik. Richtig, ihr erinnert euch an die In-Edition, da war das ja, als wäre es aus Holz. Und jetzt fühlt es sich wirklich an und sieht auch aus, das sieht man sehr gut in der Kamera, als wäre das eine Ledertasche. Ja, es ist Papier. Aber es sieht aus und fühlt sich an. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Leder, ja. Genau, aber es ist Papier, dass ihr Bescheid wisst. Ultra. So. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Karten selbst. Und die Sache ist, alter Schwede, Hai und ich können euch das wirklich so aus erster Hand bestätigen. Es ist diesmal qualitativ nochmal besser geworden. Auf jeden Fall unsere beste Edition. Ja, qualitativ ist es die beste Edition. Richtig, das Papier ist diesmal, wir wissen nicht, was Katamundi diesmal anders gemacht hat, aber das Papier ist heftig dieses Mal. Oh. Und das Ding ist halt, du nimmst es ja raus, ne? Und bam, du kannst einfach alles perfekt machen, wie immer. Und dieses Mal ist es ganz komisch, ne? Wir haben das einen Tag lang die ganze Zeit benutzt. Richtig, für Training. Und es ist immer noch wie neu.
Ne, ja. Das ist ultra krass. Die Karten scheinen halt irgendwie auch länger zu halten. Auf jeden Fall legen wir mal direkt los, oder? Ja. Aber und zwar mit den Karten zuerst. Wir haben einmal hier eine Geth-Karte. Mhm. Die Pik-Dame, ihr werdet auch dann gleich sehen, warum, wenn wir das gleich vergleichen. Mhm. Oh, eine Blanko-Karte. Blanko-Karte. Yes. Freunde, mit denen könnt ihr so viel machen. Matti wird noch ein Tutorial machen, wo ihr praktisch dann ein Deck produzieren könnt oder genau, printen könnt, je nachdem. Und das findet ihr bei Mattis Kanal, ist dann hier oben verlinkt. Ja, genau. Und mit der Blanko habt ihr halt echt viele Möglichkeiten, dass ihr praktisch den Pik Ass hinlegen könnt. Schnips einmal und Pik Ass ist schon weg. Ja, sowas halt, aber das findet ihr dann alles bei Matti. Kennt ihr das Problem, wenn ihr einen Double Lift Effekt macht? Ihr macht einen Double Lift, zeigt dem Zuschauer eine Karte, gebt sie ihm in die Hand, ihr macht noch einen Double Lift, nehmt sie selbst. Er hat plötzlich eure, aber ihr habt eine Random-Karte. Kennt ihr das Problem, dass ihr dann so eine random dritte Karte habt? Die Blanko löst das Problem und meine Karte löst sich in Luft auf. So, das ergibt mehr Sinn, als wenn ihr plötzlich eine random andere Karte habt. Genau, aber dazu mehr Tutorials gleich und jetzt nicht wundern, hier fährt gerade ein Zug dabei. Ich glaube aber, das hört man nicht so laut in der Kamera. Dann haben wir natürlich unsere zwei Joker, also einmal und zweimal, sind beide identisch. Mhm. Und da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, da haben wir was Kleines versteckt. Eine kleine, feine, süße Botschaft. Mal gucken, ob die jemand von euch findet. Es ist wirklich ein kleines Detail eigentlich nur. Aber ich bin gespannt, was ihr da rein interpretiert in diese Joker. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Genau. So, gehen wir mal zur Seite. Das sind so die vier Bonuskarten, die ihr habt. Mhm. Ne? Wir fangen einfach mal von oben an. Der Matti. Ja. Der Billy Butcher, Matti. Butcher. The name is Butcher. Ja, sehr, sehr cool. Der No Shave November, Matti. Das ist sehr, sehr cool gelungen. Ja. Wenn ihr genau ein Detail anguckt, ist Mattis Gehstock ist eigentlich ein Gewehr, Maschinengewehr. Ja, richtig. Ihr seht das hier. Ja, hier genau. Ist ein Trigger und da ist mal so ein... Ja, genau. Dings. Sehr, 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 sehr wild. Mhm. Hier sehen wir nochmal Nessie mit Chico. Richtig, Chico hat es zum ersten Mal in die Edition reingeschafft auf ihre... Bananen auch richtig krass nochmal jetzt durch. Sieht sehr edel aus. Ja. Das hier ist Tobias von Ass Altenburger. Tobias hat uns extrem unterstützt in den letzten Jahren und war der Kommunikator für uns zu Katamundi nach Belgien und immer erreichbar für uns, wenn es irgendwelche Produktionsprobleme gab. Und ihr seht hier auch schon ein kleines Gimmick mit drin. Wir haben uns wirklich erlaubt, diesmal in den Bildkarten auch einiges an Kleinspielereien zu verstecken. Ja. Ihr seht es im Hintergrund. Hier ist zum Beispiel ein Würfel, das zeigt eine 5. Mhm. Ne? Das zeigt eine 2. Richtig, 2 und 5 ist gegenüber auf dem Würfel. Genau, 52 Karten richtig. Zum Beispiel. Und Tobi macht auch gerade einen Spring. Und wenn ihr genau hinguckt, das ist auch sogar One-Way. Mhm. Also ja, lasst euch mal was einfallen. Genau, also da lassen wir eure Kreativität freien Lauf. Müsst euch ja nicht alles vorkauen, aber da kann man definitiv arbeiten mit. Ja. So, jetzt kommen wir halt zu den Zahlen. Und diesmal ist es wirklich zum ersten Mal so, dass jede einzelne Karte im Kartenspiel mit Glanzfolie überzogen ist. Das sind die roten Karten und sie glänzen einfach wunderschön gold. Ein Traum. Uff, das Ass, Alter. Boah, Bruder. Mhm. Wunderschön. So, dann kommen wir zu den Kreuzkarten. Mhm. Das ist der Flo, wer Flo nicht kennt. Ja, es ist ein ganz, ganz treuer Kumpel, der uns seit Jahren begleitet hat und auch Nocturne Trailer geholfen hat, Firestorm Trailer geholfen hat und auch der Eden Trailer. Eden Trailer, genau. Da hat er überall Kamera gemacht und das Color Grading, weil schneiden kann ich zwar gut, aber Color Grading bin ich leider ein bisschen blind. Ja. Deswegen ganz viel Liebe an Flo. Da hat er uns natürlich, da hat er seinen Platz verdient in einem Kartenspiel. Richtig, und damit wir diesmal wirklich alle ehren können im Kartenspiel, die uns unterstützt haben über die letzten Jahre, haben wir sogar darauf verzichtet, beide Könige zu sein, um mehr Platz zu lassen für weitere Charaktere. Das heißt, Flo hat es sogar zum König geschafft und auch sein Regenschirm, wenn ihr genau hinschaut, ist eine Waffe. Kingsman-Style. Richtig. Kreuzdame ist immer auch nach wie vor die Leo. Richtig. Ne, die für uns natürlich sehr, sehr viel designt hat und ja, jede Edition irgendwie gefühlt prägt. Richtig. Jetzt erweitert sich zwar das Team von Simple, ja, aber Leo ist natürlich da schlagausgebend. Und wenn ihr ganz genau hinschaut in den Rauch, den ihre Pistolen im Hintergrund erzeugen, dann seht ihr da eine kleine Botschaft. Ich weiß nicht, ob es gerade vom Fokus her passt und ob ihr es gut erkennen könnt. Wenn nicht, blendet Hai hier vielleicht im Nachhinein nochmal eine nachträglich aufgenommene Aufnahme ein. Aber der Kreuzkönig bildet sich im Rauch ab. Das heißt, ihr könnt auch damit eine Routine machen, dass sie hat geschossen, er hat hier Einschusslöcher im Hintergrund
und im Rauch ihrer Pistole ist der Kreuzkönig. Ihr seht hier zum Beispiel ein Kreuz, ein K. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, ich denke mal schon. Kreuzkönig, ja, sonst muss ich halt echt nochmal gucken. Aber sonst, das ist der Kreuzkönig, sie hat eine Pistole und hat ihn schon mal angeschossen hier. Das ist doch wie ihn auch ein bisschen durchlöchert, wie ihr sehen könnt. Richtig. Als Gimmick noch dazu, als Griff. So, das ist der Johannes, auch der Geschäftsführer von Simple Studio. Einer der zwei Gründer, Co-Gründer. Mhm. Und bei ihm ist auch was ganz Besonderes, Freunde. Auch da ist ein versteckter Gaff. Genau, schaut mal unter seine Uhr. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja eine entsprechende Routine. Genau. Aber da könnt ihr im Prinzip mit Hilfe des Mercury Card Folds, warte, jetzt habe ich es fokussiert, mit Hilfe des Mercury Card Folds könnt ihr unter die Uhr des Zuschauers eine Karte laden und diese Karte prediktet den Ablauf des Effektes, der gleich passieren wird. Genau. Falls ihr versteht, also was ich meine. Also hier ist praktisch eine Karte gefaltet. Richtig. Ja, unter der Uhr. So, dann kommen wir hier. Richtig. Zu den Zahlen. Auch die schwarzen Karten machen Bling Bling. Wunderschön. Uff. Wir haben auch ein bisschen mehr Details jetzt auch bei den schwarzen Karten reingemacht, wie ihr sehen könnt. Yes. Wunderschön. Ja, Kreuz, was ist auch sehr, sehr geil. Mhm. So, gehen wir weiter. Der Hulkstone. Der da ist der Hulkstone. Ihr seht hier einen goldenen Gehstock. Griff ist Gold, Brille ist Gold, wie ihr sehen könnt, das sieht man das Glitzern. Ja. Und ja, ihr werdet das dann eventuell bald wiedersehen. Ja, richtig. Lasst euch überraschen. Begegnen, ja. Genau. Ich werde euch gleich auf jeden Fall, wenn alle Karten durch sind, wollte ich gleich nochmal einen kleinen Vergleich für euch machen, dass ihr seht, wie viel Liebe eigentlich in diesen Karten steckt. Ja. Weil ich glaube... Kleinste Detail wurde gedacht. Richtig. Ich glaube, viele von euch wissen gar nicht so ganz zu schätzen, wie viel Arbeit eigentlich im Design der Face-Karten steckt. Ich glaube, das wissen viele gar nicht zu schätzen. Mhm. Werden wir euch gleich nochmal zeigen. Ja. Oh. Mhm. Dann Maria. Diesmal schwarze Haare, dunkle Haare auf jeden Fall. Das ist meine Schwester, die Musik für den Trailer auch dieses Mal macht. Diesmal hat sie einen ganzen Song für den Trailer produziert. Hm. Ah, ihr werdet mit der Hose und mit den Handschuhen. Boah, sehr, sehr geil. Sieht nochmal hier mit den Diamanten noch im Hintergrund. Das hat so als Detail. Richtig, aber jedes Blatt. Wegen den Rosen. Sehr, sehr schön. So, das ist der Richie. Ihr seht ihn zum ersten Mal in den Somnium Deck. Richard ist jemand, der auch, also der ist ein Klassenkamerad von mir gewesen in der Berufsschule und hat uns damals auch viel geholfen. Richtig, das und war vor allem hinter den Kulissen. Ja, er kriegt es gar nicht mit. Nicht mitbekommen, aber der hat uns extrem unterstützt, als wir Probleme hatten in unseren ersten ein, zwei Editionen, was vor allem buchhalterische Themen betrifft. Genau, hat er uns sehr geholfen. Genau. Man sieht jetzt hier halt, passt halt auch zum Hotel. Richtig. Hotelkoffer hat er auch gelernt wie ich so und sieht einfach sick aus. Und auch hier ein schönes Detail, er bringt die Getränke und deswegen so ein Getränkesplash im Hintergrund. Ja. Ja, auch sehr cool. Hier seht ihr wieder die ganzen Karo-Zahlen. Dieses kleine Aufblitzen, ne? Guck mal. Wunderschön. Ja, Karo. Karo Ass. Oh, ganz interessant. Kommen wir zu Peak. Das ist Years von Carta Mundi. Mhm. Unser allererster Kontakt überhaupt, als wir Song of Cards gegründet haben. Genau, ne? Der erste, den wir angesprochen haben, war unsere Produktion bei Carta Mundi. Und da war Years unser Ansprechpartner. Bis heute noch setzt sich immer für uns ein, legt die Hand für uns ins Feuer. Ihr wisst ja, wir hatten ja eine schwere Geschichte da mit Carta Mundi. Und das, da hat Years uns echt versucht, so gut wie es geht zu unterstützen und zu helfen. Und er hat echt gehasselt für uns. Nach wie vor läuft halt nicht immer alles perfekt, aber er versucht halt wirklich das Beste für uns zu machen. Richtig. Und deswegen hat Years einen Platz in das Deck verdient. Und auch hier ist wieder der Gehstock eine Waffe, so wie bei allen anderen Königen ebenfalls. So, die Peak-Dame, das ist die Daniela. Kennt ihr von der Eden-Edition bereits. Richtig. Auch eine meiner besten Freunde und sie hat mir echt, also uns auch allgemein, super viel geholfen. War immer da für uns und auch einen Platz verdient. Und jetzt seht ihr hier, Giotto Matte, das habe ich ja schon mal gesehen. Die Gaff-Karte. Okay, interessant, was ist das? Das ist die Gaff-Karte, ihr habt praktisch zwei Peak-Damen drinnen als Duplicate-Card, aber die hat noch eine Maske auf. Und da könnt ihr auch tolle Routinen mitmachen und eventuell kommt auch bei Matti ein Tutorial dazu. Richtig, das wird richtig krass. Da wird auch was kommen. Das wird richtig krass. So.
Der Erik. Ja, der Billy Butcher, aber nicht auf Wish bestellt, sondern der allerechte Billy Butcher. Erik ist der Co-Founder auch jedenfalls von Simple Studio, unser Designer-Team. Auch super viel für uns gemacht und er hat auf jeden Fall auch einen Platz verdient. Absolut, hier so ein bisschen eher auf rustikal, passend zum Bad mit dem Whisky und so weiter. Ja, mit den Barrels cool. Hier hinten in der Grund. Ja, genau. Sehr, sehr edel und mit seinem Bart. Das ist übrigens echt, er hat wirklich so einen Bart. Der hat wirklich so einen Bart. Oh Mann, ey. Falls noch nicht wisst, hier ist auch ein Detail, und zwar in sein Tattoo. Das ist der Herzbube. Mhm. Richtig, so. Das ist ein kleines süßes kleines Detail. Kleines Easter Egg. Kleine süße Romanze zwischen den beiden. So. Hier dann zu den Zahlen. Mhm. Oh, und das Peak Ass, warte, da brauchen wir mal eine Sonderaufnahme von hier. Oh. So, das Peak Ass darf man natürlich auch nicht vergessen. Aha. Oh, wie geil das aussieht. Aha. Also, aha. Bro. Ja, ja. Das übertrifft dann wirklich alles, alles. Ja. So, wenn wir das zusammen schauen, aha, sind das alle Karten. Ja, aber ich würde gerne noch mal was ansprechen. Ja. Und zwar, nimm mal alle Könige, alle Damen und alle Buben raus. Yes, sir. Ich würde euch gerne einmal kurz noch was zeigen, was hier an Gedanken wirklich im Design drin steckt, was vielleicht nicht aufgefallen wäre. Vielleicht dem einen oder anderen doch. Wir wissen ja, ganz viele von euch sind ultra, ultra, ultra penibel dabei und gucken sich ganz genau jede Karte an. Mhm. Aber achtet mal auf die Symmetrien. Erstens, die roten Karten, ja, beziehungsweise in diesem Fall goldenen, tragen helle Kleidung. Die schwarzen Karten tragen dunkle Kleidung. Außerdem, die hellen Karten gucken alle zur einen Richtung, die dunklen Karten schauen zur anderen Richtung. Und jetzt wird's richtig tricky. Schaut mal, bei Herz hier auf die Armposition des Königs und die Armposition des Pik-Königs. Das ist exakt identisch. Und auch der Karo-König und der Kreuz-König haben die Armposition, warte, ich zoome ein bisschen drauf, dann seht ihr es besser, haben auch hier die Armposition exakt identisch. Das spiegelt sich, also es reimt sich. Genauso die Herzdame und die Pik-Dame, wo ebenfalls die Arme hier schräg verlaufen, im Vergleich zu Karo und Kreuz, wo die Arme so parallel laufen. Und auch hier bei den Buben, da sind die Arme einmal nach oben und unten sozusagen und hier schräg übereinander. Ja, auch da bestehen Symmetrien und wir würden euch gerne einfach einmal auffordern dazu, schaut euch die Karten doch selbst einmal ganz genau im Detail an. Mhm. Vielleicht fällt euch sogar noch das ein oder andere Easter Egg auf. Und ihr müsst auch gucken, so gut wie jede Karte hat eine Korrelation zu einer anderen Karte. Genau. Ihr seht zum Beispiel, wie ist es überhaupt das hier entstanden? Mhm. Seine Risse da hinten. Das hat natürlich auch passt zum seinen Style, aber vielleicht hat er sich auch mit dem Karo-König gebieft. Beide hatten einen Kampf. Mhm. Das ist genau das gleiche wie beim Kreuzkönig, da hat er Löcher und bei der Dame, Kreuzdame, ja, die hat eine Pistole. Hat gerade eben geschossen, ja. Das ist mega cool, weil irgendwo die Karten sich verbunden fühlen, nichtsdestotrotz. So. Ja. Richtig. Und vor allem, was wir gar nicht angesprochen haben jetzt wortwörtlich, weil ihr seht es natürlich selbst, ist auch wie Genre- und Stilgetreu die Karten jeweils gewählt sind. Achtet auf die Outfits, die Frisuren etc., die Accessoires, die ganzen Details. Achtet man auf jeden einzelnen Knopf und jede Naht. Auch da ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail. War doch nett. Das war ultra wild und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Sagt uns gerne eure Meinung, wenn ihr es selber in eurer Hand haltet. Und Freunde, ich glaube, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, mit den ganzen Details und mit allem, was jetzt Neues dazugekommen ist, Hai ist schon wieder mit der Stülpdeckelschachtel beschäftigt und so weiter, ich glaube, dann versteht ihr, warum die Prestige Edition diesmal ein paar Euro teurer sein wird, als es die Ian Edition der Fall war. Sie ist erstens hochwertiger geworden. Ne, von der Qualität her und einfach alles bling bling. Wir wollten halt wirklich, wir haben wirklich gesagt, wie besser wollt ihr die Edition haben? Wir so, ja. Genau. Und es sind halt sau viele neue Sachen mit reingekommen, die natürlich wesentlich teurer sind in der Produktion. Also nur das an der Stelle ganz kurz. Wir können uns aber vorstellen, dass die Joy Edition wiederum wieder etwas günstiger sein könnte. Ne? Ja. Bevor wir jetzt Tschüss sagen, ganz wichtig, freut euch auf den Prestige-Trailer. Der wird absolut genial. Es ist ein Spielfilm. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Nach dem Trailer gibt es noch eine fette Ankündigung auf Somnium Cast. Schaut da unbedingt vorbei. Es ist noch eine Bonus-Überraschung praktisch. Lasst ein Abo auf den Somnium Cast YouTube-Channel da.